Ich sage ein allerletztes Mal herzlich willkommen zum Bachelor. Heute gucken wir uns das große Finale inklusive Wiedersehen mit Frauke Ludowig an. Finale! Oh. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Bin sehr gespannt, was ihr mir schreibt, wie ihr dieses Finale findet. Wie immer findet ihr den Link zu RTL Plus unten in der Videobeschreibung und wir starten jetzt direkt. Haben sich ganz viele gewünscht. Hey. Hey. Ich mache eure Träume wahr. Was ich hier erlebt habe, auch wie ich mich aber auch menschlich weiterentwickelt habe. Echt krass. Und ich liebe das. Ich liebe das, so eine Entwicklung zu sehen. Es ist echt krass, was diese Staffel alles passiert ist. Dominik von dem Dominik, den ich sehr unangenehm fand. Jesus Christ. Hin zu weniger unangenehm. Hin zu wieder sehr unangenehm in der letzten Folge. Ich fand es gut, was du gesagt hast. Es war definitiv eine kleine Achterbahn der Gefühle. Wie immer habe ich heute das neue Bachelor-Bullshit-Bingo dabei, Farbe Gelb. Und ich bin gespannt, was wir alles ankreuzen können. In Bezug aufs Reisen zum Beispiel, das ist alles nicht mehr so klar für mich, weil sich die Gefühle verändert haben, weil ich mir einfach auch mit ihm viel mehr vorstellen kann. Anna hat das erste Date und ist ja eine der beiden Finalistinnen. Bin schon verliebt in ihn, so. Ich glaube, das gehört mal ausgesprochen. Boah, ich habe so eine Unterhose an. Also so eine Radlerhose. Oh, die ist so eng. Oh, ich fühle mich frei. So. Auf der einen Seite freue ich mich riesig auf Anna. Ich freue mich, sie zu sehen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch schon wieder an Jana Maria. Kein Kommentar zu diesem Thema. Trotzdem ist da noch so eine kleine Komponente dabei, die mir zum jetzigen Zeitpunkt noch so eine kleine Unsicherheit gibt. Dass sie immer noch zu sehr ihren eigenen Willen hat? Anna hat ein Sabbatical jetzt, möchte noch reisen. Und es ist Corona, ist das das Problem? Ich bin auch ein bisschen mehr noch standortgebundener als sie, die ja frei hat. Auf der anderen Seite will man auch natürlich einer Frau nicht ihre Träume zerstören. Das könnte ich ja als Bachelor, also ich könnte das komplett zerstören. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es will. Du siehst bezaubernd aus. Wir haben hier Dominik leckt sich die Lippen, aber ich hab's nicht genau gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab dich vermisst, verdammt. Ja, gleichfalls. Verdammt, Leute, ich hab dich vermisst. Ja? Ja, so gemischte Gefühle. Echt? Ich glaube, jetzt werden sich die Lippen geleckt. Ich hab's irgendwie schon so im Ansatz. Ich bin scheiße aufgeregt heute tatsächlich. Ja, ich bin auch aufgeregt. Also deswegen, wir trinken einfach erstmal was, ne? Ich weiß, ich werde nicht warm mit diesem Typ, ne? Ist immer noch so, wenn ich eine andere sehe, dann so kriege ich so ein bisschen nasse Hände und so. Mein Herz fängt an zu schlagen und sitzt alles, passt alles, ne? So. Ich vor jedem Video. Nach so einer langen Zeit noch, was eigentlich echt schön ist. Anna ist ja immer diejenige, die es doch zu erobern gilt, beziehungsweise vielleicht ist es ja heute so weit, dass er merkt, die gibt's gar nicht mehr zu erobern, die ist schon meins. Es geht einfach um die Zeit danach, okay? Die macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen bei dir. Sie möchte reisen, er nicht. Dein Sabbatical. Und ich brauchte einfach für mich so ein bisschen Sicherheit. So einen kleinen Plan dahinter, wie könnte das aussehen? Naja, es gibt doch FaceTime. Also, ich verstehe, dass du das Gefühl hast. Ja. Ich habe mir ja auch mega viele Gedanken gemacht. Man muss über sowas reden, da findet man bestimmt eine Lösung. Oh, mein Herz, ne? Okay. Ja. Oh, scheiße, ich habe leider nicht uiuiui hier. Vielleicht ihr ja. So einen bestimmten Bereich von mir zu beschützen irgendwie oder, ja? Mhm. Ist eigentlich totaler Schwachsinn. Weil ich glaube, ich einfach feige bin. Feige, warum? Okay. Kurz nochmal in die Kamera zwischendrin gucken. Okay. Crazy, also echte. Ja, crazy. Das ist eine Stärke, so weit dann doch zu gehen. Ne? Am Anfang immer sehr bescheiden und dann sagt, ich bin ein Feigling auf einmal. Wie sieht denn jetzt der in Zukunft aus? Ich merke, dass ich mich verliebt habe und jetzt hat sie es auch ihm gesagt. In dem Moment saß ich da, als sie gesagt hat, ich bin nicht verliebt, dachte ich, oh mein Gott, das ist meine Anna. Er hat es geschafft, sie zu erobern. So ein richtiger Full-Circle-Moment. Keine Ahnung, ich will dich halt in meinem Leben haben so. Und deswegen ist es alles nicht mehr so in Stein gemeißelt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie sehr oft so sagt? Ich will das nicht komplett skippen, so. Das wäre auch, glaube ich, keine gute Basis, weil das nun mal eine Sache ist, die ich mir lange vorgenommen habe, aber... Kannst ja mitkommen. Du musst darauf jetzt gar nicht sagen. Doch, ich will darauf was sagen. Ja, stimmt. Okay, fangen wir so an, ne?
Für mich klingt es nach, wir finden schon einen Kompromiss. Und ich finde, klar, wenn es ihr großer Wunsch ist, natürlich sollte man dann für einen Mann nicht irgendwie alles hinschmeißen. Aber wenn sie jetzt einfach dann gar nicht mehr so das Bedürfnis hat und sagt, ich will jetzt erstmal dieser Beziehung nachgehen, diesen Gefühlen, dann finde ich das schon auch in Ordnung. Also ich finde es gut, dass es so von ihr auskommt. Und ich glaube nicht, dass er sie da so wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Zumindest sieht es hier nicht so aus. Und deswegen kann ich mal unterschreiben, dass ich das in Ordnung finde. Ey, sind voll die schönen Worte. Genau, sowas habe ich mir. Ja, habe ich mir auch. Scheiße, machst du mich glücklich, ey. Ich habe gerade. Ja, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Was soll ich dir sagen? Ihr redet manchmal wie so eine schauspielerische Figur. Verdammt, habe ich mich gefreut. Scheiße, machst du mich glücklich. Wer redet so? Das ist eine Überraschung für dich. Das ist eine Überraschung? Mhm. Was könnte das wohl sein? Sie hat so eine krasse Anziehungskraft für mich. Also, das ist schon. Jetzt gucken die beiden sich ihre Reise so an. Das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, dass sie jetzt Ausschnitte aus der Sendung sehen. Das muss bestimmt spannend, aber auch sehr komisch sein. Ja, spannend. Anna sticht raus. Shit, den Anzug verbrennen. Da ist auf jeden Fall ein Kribbeln. Was willst du von mir? Samira, was ist da nochmal? Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Er ist super lustig, ein kleiner Chaot, aber auch das mag ich, weil, ich weiß nicht, ich brauche niemanden, der so ist wie ich. Sie sind auf jeden Fall deutlich unterschiedlicher als zum Beispiel Dominik und Jana Maria, das stimmt. Anna kann sich alles von mir erlauben. Diesen Satz, nehme ich zurück. Nicht? Doch, vielleicht schon, ja. Ich vergesse das wieder, okay? Okay. Habe ich noch kein Kreuzchen hier setzen können. Bestimmt habt ihr mir schon wieder geschrieben, bei Minute 27. Nee, so weit sind wir noch gar nicht. Bei Minute 3,45. Da hättest du Kreuzchen machen können. Scheiße. Ich habe auf der Reise das Gefühl gehabt, bei einer Anna, sie ist ein großes Puzzle. Aber ich habe die Puzzleteile irgendwie noch nicht alle gefunden, ne? Es geht schon wieder um Puzzle. Villavons.com. Wahrscheinlich wird das mit Jana Maria morgen nicht anders sein. Dann habe ich ein Riesenproblem. Und was ich jetzt nicht verstehe, warum übernachten die nicht nochmal beieinander? Hä? Ich bin in vielen Punkten gefühlt immer noch so ein bisschen unsicher. Das hätte doch Sicherheit verschafft, oder? Ich bin da gar nicht auf ihn zu kämpfen. Auch wenn es jetzt kacke ist. Kacke. Denn am nächsten Morgen geht's weiter mit dem Date mit Jana Maria. Ich hatte das nie am Anfang gedacht, dass ich so viele Gefühle aufbau. Naja, du hast die ja direkt am Anfang aufgebaut, deswegen stehe ich ehrlich gesagt die Aussage nicht so. In meinen Gedanken gibt's gar keine Anna mehr. In meinen Gedanken bin nur ich mit Dominik. Die redet manchmal wirklich so ein bisschen, als ob sie so ein bisschen neben der Spur ist, ne? In meinen Gedanken gibt's nur mich. Wenn wir in ein paar Jahren immer noch zusammen sind, ich von meiner Seite aus könnte dann sagen, ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber am Anfang hat sie es noch nicht gewusst. Hä? Er ist mein Traummann. Aber ist auch sie seine Traumfrau? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist das allerletzte Date. Hi. Na? Wie geht's? Die Frage ist, sieht sie wieder bezaubernd aus? Ganz viel an dich gedacht. Ja. Schön, dich zu sehen. Schlechtes Zeichen. Sonst hat er immer direkt gesagt, wie bezaubernd sie aussieht. Richtig, richtig, richtig schlecht. Ich konnte die ganzen Nächte eigentlich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit geträumt habe von ihm und mir. Und ich habe unsere Zukunft schon geplant. Okay. Wenn ich jemanden kennengelernt habe. Ja, dann unser erstes Kennen nennen wir so. Und klar, kein Problem. Nee, so schlimm bin ich auch nicht tatsächlich. Ich wage es zu bezweifeln. Ihre Blicke so sind echt. Angsteinflößend? Weird? Was ich bei dir echt super finde, dass wir auch Aussichten danach haben. Ne? So, also das ist echt, weil du sagst, du bist flexibel. Ich bin total flexibel. In meinem Charakter bin ich auch flexibel. Ich bin voll easygoing. Ganz easygoing. Du hast auch gesagt, ey Dominik, du musst eigentlich gar nicht mehr arbeiten, weil ich kann dich über Wasser halten. We love a mama who makes money. Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich auch gesagt. Eigentlich bin ich broke und habe gar kein Geld, deswegen. Wenn du mich nicht mehr über Wasser. Ich suche eine Sugar Mommy. That's me. Scheiße, plötzlich kann ich mit Jana Maria relaten. Lachen über unsere Witze, die vielleicht kein anderer versteht oder wo alle denken, ey, was seid ihr für welche, ne? Ja, sorry. Ich habe mir das vorgenommen, dass ich jetzt mehr in Deutschland wohne. In Frankfurt. Selbst wenn sie nicht die letzte Rose bekommen, so. Ich wohne jetzt in Frankfurt.
zufällig nur eine Straße weiter. In uns stecken so zwei frisch verliebte 15-Jährige. Hätte ich anders formuliert. Aber auf der anderen Seite, also ja, sie wirken wie 15-Jährige. Wenigstens sehen sie das selber auch so. Ich bringe dir Deutsch bei. Danke. Und nicht der Spanisch. Ja, ich will Spanisch echt lernen. Ja. Aber ich kann sagen, hola, guapa. Das ist das Wichtigste. Una cerveza, por favor. Tu ojos e azules? Son verdes. Das ist ja auch kurz ein bisschen wütend geworden, ne? Ich bin so sauer. Es ist so schön, dass er auch die Initiative ergreift und mich küssen will. Dann weiß ich auch, dass es auch von ihm kommt, nicht nur von mir. Dass es nicht einseitig ist, dass ich nicht nur träume, wie bei allen den anderen Männern, was? Er ist was echt Spezielles für mich. Ich sag mal so, ihr seid beide speziell für uns. Ja, Umi. Süß. Denkt man das gar nicht, oder? Dass ich so ein Süßi bin. Ich kann ihm vertrauen. Ich weiß, dass es ein guter Mann ist. Hoffen wir mal, dass das Vertrauen nicht gebrochen wird. Es war eine super schöne Zeit. Ich bin super froh, dass diese Frau hier ist. Es gibt mir echt das Gefühl, dass sie echt krass verliebt in mich so ist. Und was ein volles schönes Gefühl ist, das zu spüren, so, ne? Ist es schon zu viel für ihn, wenn er so sagt, sie ist sehr verliebt in mich? Erwidert er das? Und dann sah er auch noch so schön aus ohne T-Shirt. Ohne T-Shirt! Heiliger Bimba. Ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Heiß. Wow, das ist wirklich der schlimmste Spruch, aber es gibt endlich ein Kreuzchen. Heiliger Bimba. Hört ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Ein Glücksbringer. Du ziehst den an. Den habe ich noch. Yes. Gott sei Dank, das Armband ist wieder am Start. Unser erster Kuss. Oh mein Gott, Leute. Ich habe wieder geküsst. Ich bin verliebt. Die Emotionen in Dominiks Gesicht waren irgendwie viel. Oh. Und dass du auch fast dasselbe wie ich gefühlt hast, finde ich sehr schön. Ja. Yeah. Die passen schon ein bisschen wie die Faust aufs Auge, das kann man schon sagen. Dominik ist wirklich mein Soulmate. Oh, Mann, schon ein bisschen süß. Es gab doch nie einen Mann, dem ich alles geben würde. Die ist all in, ne? All in. Da gibt's keinen Weg zurück mehr. Und ich habe nie aufgegeben, alles zu geben. Ich habe das mitbekommen, okay? Und ich kann dir auch sagen, dass ich von dir hier auch am meisten beeindruckt war. Weil ich echt so krass an mich reingeschmissen habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Trotz dieser ganzen Situation, dich vor der Kamera auch so zu geben, wie du bist. Ja. Ist auch einer der Gründe, warum ich auch echt krasse Gefühle für dich aufgebaut habe und auch verknallt in dich bin, verdammt. Verdammte Scheiße! Ist auch einer der Gründe, warum du bis ins Finale gekommen bist, weil ich mir mit dir auch vorstellen kann, dass wir da mal Instagram echt ein tolles Couple vorgeben können, weil du vor der Kamera auch einfach super authentisch bist. Ist ja auch wichtig. So eine Frau brauchst du an meiner Seite. Klar, hier hast du sie. Geh nochmal Dates durch den Kopf, guck mir ihre Charaktereigenschaften an, schau mir an, wie sie in Situationen reagiert und ich denke mir, ey, das ist die Frau. Verdammt! Und dann kommt eine andere um dich. Was soll ich machen? Dich entscheiden. Entscheid dich, hallo. Langsam ist es Zeit. Ich glaube, wir wären echt ein glückliches Paar. Irgendwie glaube ich es auch und irgendwie glaube ich, es wäre auch so ein bisschen toxisch. Hast du dieses rote Kleid noch, was ich dir geschenkt habe? Mit oder ohne Unterhose? Ich bin eine richtige Sau. Entschuldigung, es ist immer komisch, wenn sich 15-Jährige über Sex unterhalten. Ist das eine rhetorische Frage oder? Also ich verstehe die Frage nicht. Das ist doch ganz klar ohne. Also. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Entschuldigung. Ich muss kotzen. Ich kann nicht. Mit der kannst du dich auch in 40 Jahren wahrscheinlich noch neben der aufwachen und denkst dir dann wahrscheinlich immer noch so, okay. Das kann man bei wenigen Frauen, weil in 40 Jahren die meisten mit den Falten und so, geht gar nicht. Entschuldigung, es ist zu viel Bullshit. Die Frau fürs Leben. Meine Güte, wie am ersten Abend hier, hot. Irgendwie, der findet die auch einfach sehr geil. Absolut geil. Habe ich das Gefühl, ne? 100%. Ich fühle mich zu ihr so krass hingezogen, so körperlich. Ich könnte ihr so den ganzen Tag in den Arm liegen. Nicht nur in den Arm liegen. Oh mein Gott, ey, was war das schon wieder für ein Date? Viel zu perfektes Date, ne? Also es war wieder Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt schickst du aber eine in die Hölle. Jetzt ihr. Also zu wissen, da ist eine Frau, die findest du so bombastisch. Aber da gibt es eine andere Frau, die ist auch bombastisch. Der Arme, oder? Und jetzt hat er auch gesagt, dass er in mich verknallt ist.
Es ist wunderschön. Zu Jana Maria hat er gesagt, dass er verknallt ist. Zu Anna hat er gesagt, dass er verliebt ist, verdammt. Oder? In meinen Gedanken gibt es noch mehr Dates. Und irgendwie in meinen Gedanken gibt's auch für mich die letzte Rose. Und in meinen Gedanken, wenn ich sie nicht bekomme, dann ziehe ich trotzdem nach Frankfurt und warte einfach vor seiner Haustür. Das wird echt ein sehr, sehr unangenehmer Moment, der gerade sehr präsent bei mir im Kopf ist. Wir freuen uns drauf. Diese einen Frau jetzt das Herz zu brechen, das tut mir zu sehr weh, ehrlich. Aber was muss, das muss. Vor Wochen saßen wir das allererste Mal in der Villa. Oh, wow, was ist das denn für ein Schnittwunder? Dieses Gesicht im Profil und dann diese... Wow, das geht gar nicht. Und jetzt sitze ich hier und kann sagen, ja, das Ziel wurde erreicht. Sie sind an Ihrem Ziel angekommen. Das Ziel befindet sich auf der linken oder rechten Seite. Ist es Anna? Ist es Jana Maria? Also mein Tipp, ich wiederhole ihn nochmal von letzter Folge, ist, er entscheidet sich für Anna und im Wiedersehen sieht man dann, dass es nicht geklappt hat und er mit Jana Maria jetzt zusammen ist. Du hast für dich Klarheit geschaffen und kannst jetzt mit einem sehr guten Gewissen sagen, diese Frau passt am besten zu dir und in diese Frau hast du dich verliebt. Bin gespannt. Diese Frau passt am besten zu dir. Klar, da wird nochmal der Anhänger, der Omi mitgenommen und nochmal im Hintergrund. Diese Frau passt am besten zu dir. Das Echo, es halt nach. Meine Gefühle gingen wirklich sehr, sehr schnell nach oben und ich habe diese Magie gespürt. Wir haben es alle gespürt. Ich würde mich schon fragen, ob ich einige Sachen falsch gedeutet habe. Aber das fragen sich ja dann immer alle Frauen. Es war ja Nele auch, die hat das auch gar nicht kommen sehen, glaube ich. Ich vertraue diesmal vollkommen auf mein Herz und höre einfach darauf, was es mir sagt. Die letzte Rose wird vergeben. Und das spricht ganz klar einen Namen aus. Einen Namen aus. Entschuldigung, es ist so gemein, den nachzumachen. Das ist so gemein, das ist so gemein. Aber er macht einfach einen Namen aus. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich will nur, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ich, nachdem ich 10 Videos Bachelor gedreht habe. Nee, es macht mir wirklich Spaß, aber ich bin jetzt auch langsam. Dann. Ich wünsche mir für ihn und für mich, dass er eine gute Entscheidung trifft. Jetzt bekommt ja jede Frau immer was Schönes gesagt vom Bachelor. Komm her. Komm her, kleines Mäuschen. Hat er schon wow gesagt? Nee. Mies. Wie bei der ersten Nacht. Komm her. Ich dachte, wir haben schon alle Cringe-Momente durch. Aber was war das denn? Look at me. Ich lach ganz langsam und bleib dann immer so stehen. Wenn du denkst, dass du bei Germany the Next Topmodel gelandet bist, gleich geht's wieder zurück. Sehr aufgeregt? Mhm. Ich auch. Gut siehst du aus. Du auch. Also, da können wir aber bei Dominik steht breitbeinig da ein ganz großes Kreuzchen machen. Die Blicke von Anna sagen, holy shit, wenn du mich nicht nimmst, bringe ich dich um. Unsere Entwicklung war echt intensiv. Und jetzt finde ich super, dass die ganze Zeit wirklich Jana Maria und Anna abwechselnd reingeschnitten werden können, weil er so ähnliche Sachen sagt, dass man teilweise gar nicht weiß, mit wem redet er jetzt eigentlich? Es könnte an beide gerichtet sein. Normalerweise ist es immer so, dass so ein großer Abschnitt Kandidatin A und dann ein großer Abschnitt Kandidatin B und dann wieder A und so weiter. Aber diesmal ist es wirklich so, es ist eigentlich eine große, wulstige Masse. Die können wir auch so aufteilen. Wir sind aus einem Flugzeug gesprungen. Und das war echt einer der schönsten Dates, die ich auch in meinem ganzen Leben hatte. Was hatte Anna zu sagen? Ich hatte das Gefühl, okay, irgendwas hat sie, aber ich kann das noch 0,0 durchschauen. Wir sind wieder bei Anna. Wir haben uns das erste Mal geküsst. Und seit diesem Zeitpunkt sind so viele Gefühle in mir entstanden, die mir einfach immer wieder Recht darin gegeben haben, dass du echt eine wundervolle Frau bist. Oh, wie lange geht das denn noch? Du bist crazy. Ich glaube, wir sind beide crazy. Hey, Dominik ist ein crazy Typ. Er sagt es über sich selbst, aber ich finde, das gilt. Du bist diejenige, die sich hier von Anfang an direkt öffnen konnte. Und das habe ich direkt gespürt und hatte so ein gutes Gefühl die ganze Zeit. Hatte. Ich hatte das Gefühl immer, dass du dich nicht so ganz öffnen kannst. Dann kam ein Wendepunkt. Anna guckt die ganze Zeit so, scheiße, ich krieg nicht die letzte Rose. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, das ist unglaublich. Zwei kleine Chaoten. Das sind einfach so viele Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, die verbinden uns. Er redet doch die ganze Zeit wie der Erzähler eines kleinen Romans. Unser Dream Date
hat nochmal alles verändert. Hannah möchte ihm so aus den Augen ablesen, bekomme ich sie jetzt oder bekomme ich sie nicht? Du hast mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich all die Bedenken kurz vergessen hatte. Was ist das für eine Musik? Stark oder irgendwie sowas. Das ist irgendeine deutsche Serie, ne? Gefühl gegeben. Bitte schreib mir das jemand, ich werde sonst verrückt. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Aber? Das große Aber. Wir haben auch Gegensätze. Komm zum Punkt, Bruder. Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt. Aber? Hat ja auch ein Hochgefühl auf Anna, oder? Ich habe immer gedacht, gleich und gleich ist das Geheimrezept für immer. Aber ich habe gemerkt, dass... Wie, du kannst doch noch gar nicht merken. Ihr seid doch nicht mal zusammen. Dass mein Herz sich für Anna entschieden hat. Das ist so ein bisschen ein Roundhouse-Kick in mein Gesicht. Für Anna entschieden hat? Ja. Ich mich in Anna verliebt habe. Wir haben es verstanden, es reicht auch so. Okay, und wieso hast du beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast? Mhm. Ich habe mich in dich verknallt. Verknallt? Aber meine Gefühle für Anna sind noch stärker. Ihre Reaktion ist sehr gefasst. Ein bisschen zu gefasst. Du stehst jetzt hier vor mir und es tut mir echt im Herzen weh. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, gleich ist so Snap. Aber wieso hast du es dann beim letzten Date gesagt? Weil ich so empfunden habe. Bist du dir sicher, dass du gerade zur richtigen Frau Nein gesagt hast? Du stehst hier und grinst? Okay. Was soll ich machen? Nein, ist okay, ist okay. Ja, wo sie recht hat. Sehr schön war es mit dir. Und die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ich hatte auch eine super schöne Zeit mit dir, wirklich. Call me, wenn es doch nicht klappt. Danke für die Zeit. Und viel Glück mit Anna. Man sieht ihr schon so ein bisschen an. Das trifft sie, aber sie hat es, glaube ich, noch nicht verarbeitet. Ja, oh. Glück. Bring dich trotzdem noch zum Auto, okay? Das ist, glaube ich, der entspannteste, aber gleichzeitig auch unentspannteste Abgang einer Kandidatin. Wenn sie irgendwie noch Händchen halten will, aber er nicht. Okay, ich habe nicht irgendwas gesagt hier, was ich nicht so empfunden habe. Ja, kein Problem. Ich habe immer mein Bestes getan und ich habe das Beste versucht. Du hast recht. Weil du bist mein Traummann und du warst es wert. Irgendwie kämpft sie immer noch ein bisschen zu sehr um ihn weiter. Er hat sich für die andere entschieden. Lass es jetzt. Wenn es nicht gereicht hat, hat es nicht gereicht. Das zerbricht mir auch gerade das Herz wirklich. Es ist nicht einfach für mich. Also ich stehe hier nicht und kann das einfach so sagen. Mir geht's echt, mir geht's nicht gut. Sieht man dir echt gar nicht an. Ciao. Okay, I'm finished now. Oh, da bröckelt die Fassade. Ich fühle mich schon ein bisschen verarscht. Zu Recht. Aber das ist wirklich auch die Sendung, ne? That's halt irgendwo aus the game, ne? Er sagt am Ende immer, er hat sich in alle verliebt. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich nicht so viel gegeben von mir und hätte ich auf keinen Fall so viel Preis gegeben von mir. This is the price you pay. You know, that's halt auch irgendwie the game. Das ist mein Spruch. Ich bin froh, dass sie nicht geweint hat einfach so, ne? Das hat mir das Herz gebrochen. Ich kann es nicht glauben, dass das bei allen Möglichkeiten, wie Jana Maria keine Rose bekommt und darauf reagiert, war das nicht in meinem Repertoire drin. Ich pack's nicht, ich pack's nicht. Das sind Gefühle und Gefühle kannst du nicht einfach abschalten, so, ne? Auch in diesen Momenten nicht. Aber es fühlt sich richtig an, auch wenn es eine super Frau ist, wie gesagt. Sie konnte die Gefühle echt ziemlich gut abschalten. Ja, aber war dann okay. War okay, ist okay. Naja, das Gute ist, hat ja noch eine andere. Ich glaube, es wird mir wirklich erst wehtun, wenn ich morgen im Flieger nach Hause sitze und merke, dass er nicht mit mir ist. Nee, das ist ja vorne in der Business Class mit Anna. Hi Leute. Habt ihr noch ein Glas Wasser? Nee? Okay. Geh wieder in Economy zurück, danke. Lass mir dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe. Die Anspannung bei Anna fällt langsam. Also, willst du diese allerletzte Rose annehmen? Mann, ich brauch mal wieder eine Sache, wo die Frau dann Nein sagt. Ich brauch das irgendwie für mein Gefühl. Komm, komm her. Ja. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Ich hab's nicht kommen sehen. Ich bin ganz ehrlich. Du weißt, dass du mich gerade zum glücklichsten Menschen auf dieser Welt machst.
Nicht machen, ist auch cool. Naja, wenn die glücklich sind, dann freue ich mich natürlich mit denen. Und haben wir hier, Anna bekommt die letzte Rose. Ey, das ist dieser Moment, auf den ich so lange hingefiebert habe. Die beiden haben sich gefunden. Moment, hat er sich hier die... Das ist noch nicht ganz Lippenlänge gekommen noch. Endlich hat er seine Traumfrau. Und ich habe mich so in dich verliebt, oh mein Gott. Ich hab mich verliebt. Oh, schön. Weißt du noch die Staffel, wo keiner sich verliebt hat und Sebastian Panik ohne Frau nach Hause gegangen ist und dann ein paar Monate später einen Gay-Prank gemacht hat? Oh Mann, good times, oder? Nach Skala 1 auf 10, ja, vielleicht 2. Von dem großen Feuerwerk gehen wir zum nächsten Feuerwerk, dem großen Wiedersehen. Eine ganz besondere Staffel war das, ein ganz besonderer Bachelor. Frauke, ich stimme dir zu. Hier ist Anna. Vielen Dank. Jana Maria. Nele. Hallo Franzi. Hi. Hallöchen auch da. Hallo Emily. Hallo. Und Christina Aurora. Hi. Herzlich willkommen. Das ist auch selten, dass schon die Finalistinnen dort sind. Normalerweise ist es doch immer so, dass der Bachelor irgendwie dann kommt und dann kommt die Finalistin, dann gucken sie, wie begrüßen die sich, sitzen sie schon alle da. Du hast ihm ja angeboten, dem Dominik, dass er dich anrufen kann. Ja. Hat er sich gemeldet? Wichtigste Frage. Tatsächlich habe ich ihm nicht die Telefonnummer gegeben gehabt, deswegen konnte er mich gar nicht anrufen. Also alles leere Versprechungen von dir? Ja. Instagram habe ich, gucke ich gar nicht so. Aber im Nachhinein bin ich eigentlich auch ganz froh und ich hoffe auch definitiv, dass er noch mit Anna zusammen ist. Nachdem ich gesehen habe, wie der im Fernsehen rüberkommt, bin ich echt froh. So klang es ein bisschen. Wir wollen ihn dazu holen, unseren Bachelor 2022. Da kommt er nämlich schon. Hallo Dominik. Hey. Hey, was geht? Ich mochte dich sehr gerne sehen als Bachelor. Ich habe es geliebt, dass du immer alles aufgegessen hast. Wow, wenn das deine besten Eigenschaften sind, oder? Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Wir gucken noch mal eben, wie deine Reise als Bachelor überhaupt losging, Dominik. Der Dominik, der liebt es, sich auch selbst jetzt anzugucken. Hey, ich bin der Bachelor. So, das ist für mich so, boah. Anna nur so. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Puh. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Es war einfach ein witziger Typ die ganze Zeit, ne? So, wir halten fest, der Bachelor ist andauernd und alle Frauen haben einen Satisfier. Wir müssen das unbedingt gleich besprechen. Ja, es gibt wirklich keine wichtigeren Themen. 24 Frauen, ja, 24 neue Gesichter, 24 Namen. Also wie ist denn das da plötzlich, irgendwie einer solchen Situation ausgesetzt zu sein? Das ist geil. Es war einfach nur geil. Ich vermute mal, so hattest du das im wahren Leben noch nicht. Tatsächlich noch nie, nein. Also ich bin echt ein Typ, der sich normalerweise auf eine Frau fokussiert. Tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass da tatsächlich noch mehr kommen, aber bing, bing, bing. Das habe ich mich wirklich als Frau gefragt. Geht das, dass man innerhalb kürzester Zeit doch für unterschiedliche Frauen auch ja, Gefühle entwickeln kann? Als Frau habe ich mich das gefragt, was macht einen Unterschied? Wie intensiv die Zeit dort ist, die ganzen Dates, die wir haben, diese Erlebnisse, die wir zusammen ja, durchmachen, die verbinden und lassen natürlich auch Emotionen und ja, Gefühle hervor. Der Satz geht jetzt sonst unendlich weiter, deswegen beenden wir den einfach hier. Wie er sehr gewählt sprechen will, ne? Jana Maria, ne? Bei dir hatte ich sofort den Eindruck, du findest ihn ganz, ganz toll. Also war das sowas wie Funkensprühen auf den ersten Blick? Irgendwie schon, von meiner Seite aus, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es Jana Maria geht. Is she okay? Christina Aurora, wie ging dir das? Du hast ihn gesehen, du hast sowieso mal ein strahlendes Gesicht, habe ich den Eindruck. Ja, den Eindruck hatte ich gar nicht. Halt einfach dein Maul. Er hat halt einfach eine gute Präsenz, also kann man nicht verleugnen. Und deswegen mag man auch direkt so geflasht und ja. Da muss wirklich durch die Kamera einiges verloren gehen. Wenn denn eine von euch vom Date mit Dominik zurückkommt und alle applaudieren und freuen sich mit. Ist diese Freude wirklich so grenzenlos oder ist das gespielt? Emily macht schon so. Ich hab mich nicht gefreut. Hey. Emily gönnt mal wieder nicht. Ja, ich habe mich gefreut für die Person auf jeden Fall, weil ich hatte ja nicht wirklich die Chance, Dominik kennenzulernen bei einem Einzeldate. Ja, ich hatte kein Einzeldate, Dominik. Nochmal ein kleiner Vorwurf. Aber ich hoffe wirklich, dass ihr noch zusammen seid. Sehr unterschiedliche Gefühle, klar, sehr unterschiedliche Menschen, aber eines eint euch, ihr habt alle einen Satisfier. Warum möchte die Frauke, warum ist das so wichtig? Ich bin jedes Mal unzufrieden mit den Wiedersehensfragen, ich bin ganz ehrlich, da werden die falschen Fragen gestellt. Nein. Nein. Christina Aurora, du bist die Einzige, die keinen hat. Ganz ehrlich,
Es interessiert wirklich niemanden. Wenn ihr gerne einen Satisfier habt, dann freue ich mich. Wenn ihr keinen habt, ist für mich auch in Ordnung. Macht doch einfach euer Ding. Alle haben eine, Dominik gesagt. Du auch, Frauke? Selbstverständlich. Aber natürlich. Na also dann. Fraukes Reaktion finde ich aber 10 von 10, ganz ehrlich. Also ich bin ja so ein Typ, der echt irgendwie sein Herz da auf der Zunge trägt und einfach da gar nicht drüber nachdenkt. Ich fand den Moment super, weil es war etwas sehr Lustiges. Das ist so wahnsinnig authentisch. Es gab da tatsächlich Missgunst und Intrigen und Lügen und war nicht immer alles so harmonisch in der Villa. Wir gucken mal. Ja, so viel Intrigen gab es auch nicht. Hast du mir gerade das Messer in den Kopf geworfen? Diese Rückblenden braucht auch immer kein Mensch, ne? Kann mich nicht erinnern. Mir war es zu harmonisch. Mir war recht, wenn sich hier mal jemand beeft. 3, 2, 1, fight! Dann das irgendwie andersrum zu drehen, finde ich scheiße. Ganz ehrlich, finde ich scheiße. Fuck off. Das waren die einzigen großen Sachen, die passiert sind, oder? Jetzt bin ich die blöde Bitch, weißt du? Ich habe keinen Bock, im Fernsehen jemand auf die Fresse zu schlagen. Halt deine Fresse. Die kam gut rüber. Du hast sowieso mal ein strahlendes Gesicht, habe ich den Eindruck. Gute Zusammenfassung. Ja, fuck off, Mädchen. Du kannst jetzt gucken, was du zu essen kriegst. Ganz ehrlich, koch's dir selber. Ich, wenn ich PMS habe. Dominik, also so ernsthaft habe ich dich aber lange nicht gesehen. Das muss ich aber wirklich mal sagen. Ja, also hast du schon ein bisschen hier an deinem Bart gerieben vor Aufregung. Ja, der Dominik, der kann viel lachen, versteht sehr viel Spaß, aber irgendwo ist die Grenze. Ich sag mal so, die eine oder andere Aktion, Christina, glaube ich, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ne, die da passiert ist. Welche denn? Ja, hat er schon noch recht. Die mit Chiara, die fand ich etwas uncool. Gut, das aber kannst gut du nicht passiert. Nachvollziehen. Das war mega assi. Ich habe sie schon in die Schiene eingeordnet, dass sie halt so ein bisschen asozialer unterwegs ist. Warum ich so entschieden habe und das brauchst du auch nicht. Kann ich dir offen sagen, ich fand es einfach nicht cool. Und es. Ja, aber du kannst es nicht nachvollziehen. Kann ich verstehen, wenn du es nicht weißt, was dahinter ist. Oder warum ich eben so entschieden habe. Warum denn nicht? Warum? Es ist vollkommen egal, was da für Gründe hinterstehen. Wie du es rübergebracht hast, war einfach mega uncool. Das hatte nichts mit Chiara persönlich zu tun oder sonst was. Es hätte egal, wer jetzt sein können, der da reingekommen ist. Ja, aber bei den anderen war es ja auch kein Problem. Die hast du doch auch erst neu kennengelernt, oder nicht? Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Wenn man in seinem Leben mal Erfahrungen gemacht hat mit fremden Menschen, die halt so weit Wunden hinterlassen oder einfach so. Das tut mir wirklich leid, wenn sie da irgendeine Erfahrung gemacht hat. Ich finde es aber komisch, das jetzt so zu begründen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann kann man Nähe vielleicht einfach mit Menschen nicht zulassen, die man jetzt nicht so gut kennt. Ja, aber man weiß ja, wie so eine Schlafsituation bei so einem Format ist. Mhm. Das muss man dann vielleicht auch vorher sich überlegen, ob man das möchte. Mhm. Oder ob man dann sagt, das kann ich vielleicht nicht. Mhm. Keine Ahnung, ihr könnt mir doch gerne widersprechen. Dominik ist doch das ein oder andere Mal so ein bisschen ins Schwitzen geraten, würde ich mal sagen. Wir schauen mal. Das war das ein oder andere Bingo bei mir. Ich will auch Kinder haben. Ja? Wie viel willst du denn? Also ich würde gern 4 haben, aber... 4? Dieser Filter. Ich hoffe für dich, dass du dir hier wirklich auch treu bleibst oder dich nicht verlierst bei den Ganzen. Weil ich glaube, irgendwann ist ein Punkt, wo man nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht vielleicht. Da war schon, hat er sich ein bisschen angefasst gefühlt, ne? Ich will alles wissen, was in deinem Kopf vorgeht, bitte. Also ich habe gedacht, vielleicht die erste Rose kriegt die Nele. Wie sie das plant, oh mein Gott. Was ist besonderer, ein Kuss oder eine Rose? Dieses Gespräch war wirklich das Unnötigste. Dominik, wie hast du das empfunden? Also ein paar Mal hast du ganz schön laut gemacht und auch geschwitzt, oder? Wir alle. Da war auch ein gewisser Grad an Überforderung bei mir einfach da. Vor allem bei den Gruppendates. 4 Kinder, Biljana Maria, wollte sie von Dominik. Dominik, das war die Situation, da musstest du dann schnell dein Stofftaschentuch rausholen. Boah. Krieg doch erstmal ein Kind, ha? Richtige Wart's mal ab, Mutti. Es hat einen gewissen Druck bei mir ausgelöst, das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz hatte ich bei Jana bis zuletzt ein gutes Gefühl. Aber es hat nicht gereicht. Du musst ja als Bachelor irgendwie dann doch auch versuchen, jeder irgendwie gerecht zu werden. Oder geht das gar nicht? Jeder Frau gerecht zu werden, ist, glaube ich, nahezu unmöglich. Aber ich habe es schon sehr gut gemacht. Bringt mich natürlich ab und zu auch dann in die Situation, dass ich teilweise auch gleiche Dinge sage. Wie zum Beispiel am Ende. Wie kam das denn bei euch an? Er hat ja wirklich manchmal unterschiedlichen Frauen dieselben Dinge erzählt. Ich habe das so ein bisschen, ich habe gedacht, das sind Männer. Männer machen das schon mal so. Die Frauke und ihr Männer-Frauen-Thema, ne? So ein Ding. Ja, gut. Christina. Wir haben das ja gar nicht live vor Ort miterlebt. Wir haben es aus Erzählungen gehört, ne? Ja, so. Aber also, ich glaube, in Dominiks
Haut, wenn man dort ist und man hat so den einen Gedanken, der einem schießt, dann ist wahrscheinlich die Wortwahl einfach immer dieselbe. Die Emily ist verständnisvoll dem Dominik gegenüber, ne? Vielleicht ist das eine Gefühl bei der einen ein bisschen anders als das bei der anderen, aber es gibt nur 3 Worte, um das zu beschreiben. Er hat einen sehr begrenzten Wortschatz, das ist, was sie sagt. Anna, bist du da genauso verständnisvoll wie Emily? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er bei mir immer noch mal ein paar andere Worte gefunden hat. Klar, she's special. Ich kann es nicht mehr aussprechen. She's special. So im Nachhinein denkt man sich auch, okay. Aber ja. Haben die sich das im Nachhinein zusammen angeguckt? Wow. Man denkt immer, jetzt liegt der da mit der einen und der küsst die. Und denkt an die andere. Gehen einem dann auch die anderen Frauen in dem Moment durch den Kopf? Oder kannst du dich wirklich dann auf dein Date so fokussieren? Das haben wir doch gesehen, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Und das mag ich an dem Mann. Ich habe probiert natürlich in den Dates selber mich voll auf die Frau zu fokussieren. Aber in der einen oder anderen Situation ist das natürlich schwer auszublenden. Der redet auch so langsam immer. Emily, ihr konntet ja dann aber trotzdem irgendwie nicht so anschließen an diesen Gänsehautmoment. Man hatte das Gefühl, da knisterte was und dann war das aber irgendwie auch vorbei. Woran lag's? Ausgeknistert. Ich empfand das jetzt als nicht so schlimm. Ich hatte auch viel Zeit zum Nachdenken und auch als Dominik bei der Nacht der Rosen zu mir gemeint hatte, er hatte noch so einige Rätsel oder Fragezeichen zu lösen, da war bei mir auch schon so, oh, vielleicht habe ich die Fragezeichen auch. Und die wurden halt nicht gelöst. Jana Maria, wann wurde dir klar, dass Anna irgendwann mal die Hauptkonkurrentin wird? Das ist eine gute Frage. Frauke, gute Frage. Du hast es ganz toll gemacht. Ganz schön früh, weil er sie dreimal hintereinander auf ein Date eingeladen hat. Sie hat da Notizen geführt. Und mit welchen Gefühlen hast du dann auf Anna geblickt? Ist das so eine Art Eifersucht? Eigentlich ganz normal. Sie dachte ja, sie hat keine Konkurrenz. Irgendwie, ich bin nicht so ein negativer Mensch, der dann irgendwie was Schlechtes ihr wünscht oder so. Das finde ich gut. Das ist sehr sympathisch. Anna, Jana Maria, ihr wart die beiden letzten Frauen an Dominiks Seite. Aber nur eine kann Germany's Next Bachelor-Frau werden. Ich habe schon gedacht, dass ich die Rose bekomme, weil er ja auch beim letzten Date gesagt hat, dass er sich verliebt hat. Verknallt. Aber es war jetzt nicht so schlimm für mich. Ich habe jetzt nicht geheult oder so. Nee, ich würde auch nie heulen. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht mal traurig. Und das finde ich jetzt irgendwie komisch. Ich finde es echt nicht ehrlich. Also man kann ja sagen, ich war traurig. Man kann ja nicht sagen, dass sie Liebe auf den ersten Blick und verliebt war und dann sagt, ich war nicht mal traurig? Das kannst du so nicht sagen. Ich habe mit dem Kapitel Dominik abgeschrieben und irgendwie kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Oh. Das klingt für mich nach großer Verdrängung. Ist das so ein bisschen so ein Verdrängungsprozess, der irgendwann vielleicht doch noch mal aufgearbeitet werden muss? Das wäre heute die Gelegenheit dazu, weil man sieht es dir ja so sehr an. Oh, Frauke, ja. Ich verlieb mich sehr schnell, aber ich entverlieb mich auch sehr schnell wieder. Ohne mal kurz traurig zu sein? Größere Persönlichkeiten machen das auch. Die Frage ist, was ist mit dem Armband passiert? Das wäre jetzt Fraukes Frage gewesen. Wo ist das Armband? Wurde das verbrannt? Wie emotional war die Geschichte mit dem Armband? Aber nicht in der Sekunde, als er gesagt hat, du bist es nicht. So schnell geht's denn doch nicht. Nein, nicht ganz so schnell. Aber so nach 3-4 Tagen war das auch okay. Da lacht er nur drüber. Dominik, wie sieht das bei dir aus? Also Jana Maria kann sich total schnell entlieben. Ja, also ich finde das... Wenn du jetzt heute diese Bilder auch siehst, ich meine, da war ja irgendwie auch was. Ja. Ja, sie liebt mich. Ja. Also, wenn sie sich innerhalb von 3 Tagen wieder entverlieben kann, ist ja alles gut so. Dann war es vielleicht auch die richtige Entscheidung, dann, dass du sie nicht genommen hast. Dann war es am Ende des Tages tatsächlich die richtige Entscheidung, ja. Ja. Super. Das ist so unangenehm. Irgendwie war es ja dann vielleicht doch irgendwie bedeutungslos. Ist ja auch so ein bisschen traurig, wenn man das heute hört, oder? Das ist so richtig enttäuschend. Traurig bin ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ja meine Rose zu guter Letzt nicht Jana Maria gegeben, sondern Anna. Und, heißt das, die sind noch zusammen? Anna, wie war der Moment für dich? Ich hatte ja zwischendurch das Gefühl, du sahst sogar in so ein paar Sekunden eher unglücklich aus. Anna hat auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Pokerface. Bis kurz zuletzt guckte sie die ganze Zeit so böse. Ich dachte, die hassen sich. Das klingt jetzt total blöd, aber ich war tatsächlich zur Entscheidung nicht mehr wirklich aufgeregt. Aber war es dann auch bedeutungslos? Ich habe bis dahin wirklich alles getan, was ich tun kann. Ja, und dann habe ich das einfach so angenommen. Da wird dann nicht gefragt? Bisschen komisch, oder? Wann war der Moment da, als dir klar war, du gibst Anna die letzte Rose? Da bin ich gespannt. Tatsächlich war Anna relativ früh schon sehr präsent in meinem Kopf. Erörtern Sie bitte. Mir waren noch ein paar Fragezeichen im Kopf, die ich gerne mit Anna klären wollte. Und dies haben wir dann ausführlichst getan, tatsächlich. Aber das klingt jetzt sehr
pragmatisch, Dominik. Ich muss jetzt, also, weil es uns Frauen einfach auch interessiert. Ich wusste, dass sie sagt, wir Frauen, wir wollen das wissen, wir Frauen. 100 Punkte, ne? Ach. Wann ist der Moment da, an dem der Mann sagt, und das ist ja nicht nur beim Bachelor, an dem das Herz irgendwie sagt, hey, die Frau. Mhm. Nee, das gab's nicht, Frauke. Wir Männer, wir sind da anders. Das war tatsächlich das allerletzte Date, das wir zusammen hatten. Das hat man auch gesehen. Das hat man auch gesehen. Ja. Hat man gesehen? Ja. Alle so, und das hat man gesehen, und Frauke so, was? Was ist? Wir haben das gemerkt beim Date mit Jana Maria, als sie da zusammen auf dieser Bank lagen und die gemeinsamen Momente angeguckt haben. Abgeklärt. Am Gesichtsausdruck war so abgeklärt, so okay, ich besänftige dich jetzt so noch ein bisschen. Ja, rückblickend gar nicht mal so schlecht analysiert. Könnte von mir sein. Und ihr habt auch perfekt harmoniert. Also ich habe mit euch mitgefühlt. Hey, nett, oder? Aber dann haben wir auch oft schon die Erfahrung gemacht, wenn dann hier der Alltag kommt, dann geht das Ganze irgendwie gar nicht mehr gut. Jetzt gucken wir mal, oder? Die Dreharbeiten, die liegen ja nun schon ein paar Wochen zurück. Und dann ist es eben das andere, kann man diese Liebe auch halten? Guck mal, wie traurig Anna aussieht. Ihr zwei habt uns jetzt ein paar ganz private Bilder mitgebracht. Sind die beiden noch ein paar? Heide Witzka, ey, jetzt brennt mir der Arsch. So, wir sind gerade auf dem Weg von Hamburg nach Frankfurt. Mit Katze. Und Anna hat ja schon angekündigt, die beiden gibt es nur einen Doppelpack, deswegen Kenny ist auch mit dabei. Und Dominik kocht. Was hast du mit ihm gemacht? Männer, die kochen? Nee, so haben sie es jetzt nicht gesagt, aber Frauke, was soll ich sagen? Es klappt sehr gut, tatsächlich. Dafür, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen. Tatsächlich kann ich es nicht glauben und die beiden sind noch ein Paar. Gehst du mir noch wenig auf den Sack? Ist das dein Ernst gerade? Heißen Schwarsch nur? Ist das dein Ernst? Na, das sind doch tolle News. Freut mich. Die Frage aller Fragen. Am Ende einer jeden Bachelor-Staffel seid ihr zwei ein Paar? Ach so, das habe ich zu früh gebinkt. Das habe ich zu früh mein Kreuzchen gesetzt. Ich glaube, da sagen Taten tatsächlich mehr als 1000 Worte, deswegen... Das war so unangenehm. Ich glaube, der Dominik hat schon auf sie abgefärbt. Wir sind zusammen, sind sehr, 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 sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr, sehr verliebt und könnte mir tatsächlich niemand Besseren an meiner Seite vorstellen. Das ist krass. Ich hätte es niemals gedacht. Ich bin auch super, super glücklich mit Anna. Bist du zufrieden? Ihr müsst euch vorstellen, wir kamen aus Mexiko zurück. Und seitdem sind wir echt ununterbrochen zusammen. Das muss man erst mal schaffen. Über Monate jetzt eigentlich schon hinweg. Und wir hatten echt keinen Konflikt. Also, Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wir sind dabei, eigentlich zusammen gerade eine Wohnung einzurichten. Genau. Das ist so dann Frankfurt mein Part. Oder Hamburg? Frankfurt tatsächlich. Also bei Dominik? Ja. Genau. Komisch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die Frau sich nach ihm richten muss. Anna, hättest du damit wirklich gerechnet, dass du dich wirklich verliebst, dass du deinen Traummann kennenlernst? Niemals. Komm, ich mal so ein Kreuzchen hin, bei Dominik leckt sich die Lippen, weil ganz ehrlich, wie oft der so macht, es ist nicht so richtig die Zunge zu sehen, aber da wird geschleckelt. Bisschen geschleckelt. Oder so. Im normalen Leben hätte ich mich vielleicht wieder drumrum geschlängelt. Im normalen Leben hätte ich mich vielleicht wieder drumherum geschleckelt. Ich habe am Ende nur davon profitiert und habe den Hauptgewinn mit nach Hause genommen. Hauptsache Jana Maria sitzt da so irgendwie noch nebendran. Das ist irgendwie unangenehm. Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch, Anna und Dominik. Fragen, die ich noch gestellt hätte, wären, was ist aus der Freundschaft zwischen Nele und Anna geworden? Sind die noch befreundet? Und was ist mit dem besten Freund von Anna geworden? Sind die noch befreundet? Dürfen die befreundet sein? Wir freuen uns natürlich auch für die beiden. Ich wünsche euch alles, alles Gute von der ganzen Community, von allen Mirello-Bärts natürlich. Vielen Dank an RTL, dass ich hier die Sachen kommentieren darf. Und vielen Dank auch an Own fürs Ausstatten. Wir sehen uns am 10. April. Das ist ein Sonntag. Da fange ich mit Temptation Island an. Folge 1. Krank geil. Ich bin gespannt. Bis dann.